Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für dein Wort, was ausgeht. Ich danke dir, dass du uns immer mehr zeigen möchtest, wer wir in Christus sind und dass unsere Ohren und Herzen jetzt offen sind und dass dieser Same auf guten Boden im Herzen fällt, wächst und gedeiht. Heute haben wir ein spannendes Thema und zwar Leben im Geist. Oder eher gesagt, Wandeln im Geist heißt nicht gleich Leben im Geist. Was meine ich jetzt damit? So. Wir haben eines der größten Probleme in den Gemeinden, wenn Menschen zu Jesus kommen und quasi ihr Leben Jesus geben, bekommen sie ja einen neuen Geist. Sie sind wiedergeboren. Und da ist es dann quasi so, dass der Mensch sein altes Wesen abgegeben hat und jetzt ein neuer ist. Und trotzdem machen wir noch ganz, ganz viele Fehler und in den Gemeinden ist es oft so, ja, ich habe dir ja alles erklärt, jetzt musst du alles im Praktischen können. Und dann fallen wir ganz oft auf die Schnauze, es klappt nicht so, wie wir es gerne möchten. Und Gott möchte, dass du aber anfängst, auch im Geist zu wandeln. Manche reicht es aus, ey, ich bin wiedergeboren, ich muss mich ja nicht verändern, Gott macht es schon von alleine. Aber jetzt möchte ich dir einen Hinweis geben, wenn du doch alles so alleine machst und denkst, du machst es so richtig und der liebe Gott, der macht das schon in dir. Warum fällst du dann so oft auf die Schnauze? Warum klappt dein Leben nicht so, wie du es dir vorstellst? Oder hättest du es gern leichter? Ein Beispiel nenne ich jetzt dazu. Und zwar ein Kind, was frisch geboren ist. Ich habe gestern ein Baby besucht, war 4 Monate alt, wackelt noch total. Das heißt, es kann noch nicht richtig sitzen, muss erstmal sein Gleichgewicht kriegen. Dann kommen irgendwann so die ersten Schritte, trotzdem kann es noch nicht stehen und laufen. Es dauert seine Prozesse, es muss verstehen, es muss lernen, es darf Fehler machen, es darf runterplumpsen, es ist in Ordnung. Die Christen aber gerne in den Gemeinden, die mögen es so, ey, du hast dich jetzt für Jesus entschieden und möchtest am besten, dass er schon ein Abitur macht. Aber wie soll denn jemand, der Christ geworden ist, erstmal verstehen, was er ist, wer er ist, was in ihm ist, was für eine Vollmacht er hat, wenn es ihm niemand beibringt? Es gibt viele, viele Christen. Aber es gibt kaum Mütter und Väter im Glauben, die den Kindern zeigen, was es heißt, im Glauben zu wandeln, im Geist zu wandeln. Denn das eine sagt nicht aus, dass es das andere schon kann. Du bist ein Kind Gottes. Ja, das heißt, du bist wiedergeboren. Das heißt, wenn du stirbst, weißt du, wo du hinkommst. Aber weißt du auch, wie man läuft? Und das ist eines der größten Probleme, die wir hier haben, auch in den Gemeinden. Dieses Seelengewusel, sage ich jetzt einfach mal dazu. Denn es ist wichtig zu lernen, die Prinzipien Gottes zu verstehen. Nicht ohne Grund, sagt Gott, aus Mangel an Erkenntnis geht ein Volk zugrunde. Weil wir gar keine Ahnung haben. Wir denken, wir machen alles richtig, aber haben keine Ahnung von den Prinzipien, was Gott denn Stück für Stück sagt. Wie wandelt man denn überhaupt im Geist? Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ich hatte gestern zum Beispiel ein interessantes Beispiel. Eine Person hat gestern einen Trigger gehabt, Trigger, wo die Seele quasi viele Jahre was anderes gelernt hat. Sie kennt die Prinzipien und trotzdem hat es im Praktischen zum Beispiel noch nicht funktioniert. Und sie hat sich selber dafür verdammt. Aber es ist nicht schlimm. Dafür sind doch die anderen da. Dann ist eine Mutter oder ein Vater im Geist wichtig, die ihr sagt, hey, es ist okay, komm wieder, man hilft der Person wieder, sich gerade zu rücken und dann zu sagen, hey, guck mal, was passiert ist. Wir reflektieren dann, um zu zeigen, hey, so und so funktioniert es auch praktisch. Ja, jemand, der zum Beispiel Autofahren lernt, der braucht auch die Theorie erstmal und danach kommt die Praxis. Und im Glauben ist es nicht anders. Wir lernen in den Gemeinden, wir kennen viele Prinzipien, wir lernen die Prinzipien und in der Praxis sehen wir, oh, wo brauchen wir noch Übung? Oh, Heiliger Geist, ich kenne deine Prinzipien, aber
kannst du mir auch praktisch helfen? Bitte wirke du in mir. Das heißt, du demütigst dich ganz besonders unter dem Geist. Du gibst ihm den Raum, es in dir zu bewirken. Und du wirst merken, wie Stück für Stück du auch anfängst, das dann umzusetzen, weil er es in dir vollbringen darf. Er erinnert dich in diesen Situationen, wo du immer wieder fällst, sagt er dann immer, was du gelernt hast. Wir brauchen Menschen, die die Prinzipien Gottes kennen und die wissen, wie man Stück für Stück lernen darf, darin zu wandeln. Dass wir wissen, wie man eine Autorität hat. Dass wir wissen, wie man gewisse Situationen überleben kann. Und das ist heute wichtiger denn je zuvor, weil wer kann noch unterscheiden in den Gemeinden oder wenn wir draußen gehen, was noch die Wahrheit ist und was nicht? Wird so vieles als Christus repräsentiert. Und keiner kann es mehr unterscheiden. Wir brauchen den Geist der Unterscheidung. Wir müssen die Sinne schärfen. Und das geht, indem man lernt, im Geist zu wandeln. Denn der eigene Wille, steht zum Beispiel auch in der Bibel drin, wird Gott als auch Zauberei genannt. Wenn wir Kinder Gottes sind, geben wir unseren Willen ja ab. Aber trotzdem wollen wir es gerne selber noch machen. Und das zählt zum Beispiel auch als Zauberei. Wandeln im Geist ist eine Glaubenssache, auch wenn du es noch nicht siehst, dass du aber Gott glaubst und dass du das denn vollbringst. Und ich habe heute eine interessante Bibelstelle, und zwar ist es Galater 5, Vers 16, wo das Ganze nochmal beschreibt. Ich lese es kurz vor. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Vers 17, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und dieses widerstrebt einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Oft binden wir uns durch eigene Worte. Wir binden uns, indem wir uns festnageln, Versprechungen machen. Wir binden uns in so vielen verschiedenen Dingen. Und unser Wille ist ganz oft für uns oberste Priorität. Und der Wille ist auch heilig. Das ist für Gott souverän. Aber Gott möchte, dass wir anfangen, ihm zu vertrauen und unseren Willen unterzuordnen. Das heißt, die Seele, ja, das Fleisch wird hier damit gemeint, mit Seele, Wille, Verstand, Gefühl, dass das sich unterordnet und glaubt, dass, was Gott sagt, das Beste für mein Leben ist. Aber die Seele, wenn du jetzt, ich bin jetzt 38, ich habe jetzt 37 Jahre gelernt, ja, wie man gewisse Prinzipien angeht hier auf der Erde. Jetzt bist du ein Kind Gottes. Glaubst du, dass du so schnell die Prinzipien Gottes kennst von jetzt auf nachher? Nein. Wenn du vorher geraucht hast, kann sein, dass du nachher nochmal rauchst, wenn du ein Kind geboren bist. Es sind Prinzipien, es sind Schritte. Unterschiedliche Schritte. Bei manchen geht es schnell, bei manchen geht es langsam, bei manchen fällt es sofort ab, manche brauchen es noch. Jeder Mensch ist unterschiedlich. So wie er seinen Willen abgibt, so das, was ihm wichtig ist, je mehr wir geläutert werden und Gott möchte an die Dinge, die dir wichtig sind, um zu sagen, darf ich wirklich deine Nummer eins sein? Und das ist echt eine Herausforderung, es abzugeben, denn ich will noch ein Haus oder ich will einen Ehemann haben oder ich will Kinder haben. So, und du wirst alles daran runtersetzen, um das zu bekommen, was du willst. Und später, früher oder später, wird es kommen, du wirst fallen. Warum? Weil du deine Wege gegangen bist. Gibst du aber deinen Wunsch ab und sagst, Herr, ich danke dir für den besten Ehemann. Ich werde die besten Kinder haben. Du hast alles für mich geplant. Aber dein Zeitpunkt, deine Ordnung und die Person, die du für mich hast und nicht, was ich denke. Dementsprechend hast du zwar den gleichen Wunsch, aber zwei unterschiedliche Wege. Das heißt, das eine ist dieses Zauberei, Hexerei wird auch genannt, oder wo das eigene Fleisch gelüstet, oder oh, der Mann sieht jetzt gut aus, oh, vielleicht ist das ja der, ja, und ach, es ist noch schlimm, ach, der ist nicht gläubig, gar kein Problem, der wird sich bestimmt noch bekehren. Viel Spaß, ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Das musst du selber entscheiden. Je mehr du aber in dem Punkt gefallen bist, und glaub mir, ich bin sehr, sehr tief gefallen, sonst würde ich nicht so sprechen können wahrscheinlich, je mehr man versteht, dass Gott die Nummer eins sein möchte, das heißt, Gott an erster Stelle, Gott über den Kindern, Gott über deinen Partner, Gott über dem Haus, über dein Auto, alles, was dir wichtig ist. Erst dann
wenn du geläutert bist und wirklich in jeder Substanz, wenn man auf den Knopf drückt in deinem Leben, wenn es heißt, wenn Gott zu dir sagt, gib alles, kannst du es dann auch hergeben? Und dann wirst du sehen, ob deine Theorie auch schon Praxis geworden ist. Und das ist so spannend zuzusehen, weil oft nehmen wir unseren Mund sehr, sehr voll und ich nehme mich da nicht aus, denn ich bin nicht besser. Und merke dann, wenn es soweit ist, Gott nimmt dich beim Wort, er nimmt dich ernst und sagt dann, hey, jetzt hast du die Chance, die Gelegenheit. Üben wir mal, kannst du es schon. Und wenn du gefallen bist, dann wirst du sehen, wie weit du das denn schon geschafft hast. Und es ist nicht schlimm, wenn du gefallen bist. Dann kannst du sagen, oh Gott, danke, dass du es mir gezeigt hast. Ich glaube, ich muss in diesem Bereich noch ein bisschen üben. Heiliger Geist, kannst du mir bitte dabei helfen? Und dann gehst du mit ihm an die Hand, dieses Metanoia, Buße tun, und gehst mit ihm Stück für Stück den Weg. Und du fängst an, im Geist zu wandeln. Das sind Schritte des Wandelns, weil du merkst, ich gehe nicht meinen eigenen Weg, sondern ich gehe seinen Weg. Deswegen auch dieses Wandeln. Und es wünscht sich Gott immer mehr, dass wir das lernen, im Geist zu wandeln, weil hier steht auch drin nochmal, er wird immer gelüsten. Das heißt, dein Fleisch und dein Geist, die werden nie miteinander konform kommen. Die können nicht eins sein. Nicht umsonst sagt Gott, er will Geist und Seele schneiden. Das Fleisch muss geschnitten werden, weil es die alte Natur in sich trägt. Das heißt, als Adam und Eva, die waren ja wie Gott, haben aber alles abgegeben. Sie kannten Sünde nicht. Das kam erst durch den Sündenfall. Wir sind wie Gott im Geist. Das Fleisch aber liebt es natürlich, die Gelüste des Fleisches zu machen, weil wir nun mal in einer gefallenen Schöpfung leben. Das heißt, wir brauchen Training. In der Bibel steht auch drin, es heißt Waschung im Wasserbad des Wortes. Das heißt, du darfst verstehen, wie die Prinzipien, wie das Wandeln im Geist ist. Dass du weißt, was Gott sagt und was die Welt sagt. Dieses Unterscheiden lernen. Und es ist so scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Es ist Gott bewusst und gewollt, dass wir unterscheiden können zwischen Geist und Seele, was Wandeln heißt und was seinen eigenen Weg heißt. Und das sind wichtige Aspekte, Hinweise, die ich dir heute mitgeben möchte, wo du darüber nachdenken kannst, was willst du? Nicht umsonst sagt Gott immer wieder, was willst du? Und diese Frage werde ich dir jetzt gezielt stellen. Was möchtest du in deinem Leben? Gott will immer, dass es dir gut geht. Er wünscht sich nichts mehr als Familie. Er wünscht sich nicht mehr als, dass er dir die Liebe, die er hat, an dich weiterzugeben. Er will, dass du gesund bist, Freiheit bist. Er hat die besten Pläne für dich. Aber, und jetzt kommt das Aber, er wünscht sich, dein Papa zu sein, dein Gott zu sein. Und das geht nur mit Demut. Und wenn du verstehst, dass Gott Liebe ist und nur die besten Pläne für dich hat. Denn wenn du seine Wege noch nicht gehen kannst, weißt du einfach nur, dass du es im Kopf noch nicht hinkriegst und noch nicht glaubst, dass Gott gut ist. Weil er bestraft dich ja. Oder was weiß ich, falsches Denken. Wie redet Gott? Viele haben Angst, oh, wenn Gott redet und ich will ihn bloß nicht erzürnen, dann kriege ich vielleicht mit der Rute eins drauf. Was für ein Vaterbild hast du? Und bei vielen ist auch das Vaterbild gestört worden. Und das hat Satan bewusst gemacht, damit wir nicht daran glauben, dass Gott Liebe ist, dass Gott gut ist. Und er will auch da dich heilen in deinem Weg, in deinem Prozess, in deinem Denken. Denn je mehr du verstehst, wie Gott als Wesen ist, du willst freiwillig, wenn du Scheiße gebaut hast, zu ihm gehen, weil du weißt, er nimmt dich in den Arm. Er hilft dir, er weist dich zurecht, aber auf einer ganz liebevollen Art, dass du damit klarkommst. Aber die Seele wird dir immer wieder vorgaukeln, Gott ist nicht so und er will dir einen heidnischen Gott darstellen, einen falschen Gott. Er wird immer dagegen arbeiten, weil er nicht glaubt, dass Gott gut ist. Kann er nicht, weil es aus der gefallenen Schöpfung ist. Und du musst wissen, dass dieses Fleisch aber mitgekreuzigt wurde mit Christus. Und deswegen sollst oder darfst du jetzt lernen, wer du jetzt in Christus bist, was Wandeln ist, dass du auch mal Fehler machen darfst. Aber du gehst Schritt für Schritt Wege nach vorne. Und du wirst sehen, dass dein Leben sich komplett
verändert wird, transformieren wird, und zwar von innen, von deinem Denken, von deinem Willen, Verstand, Gefühl. Er lernt sich unterzuordnen, deine Seele, dein Fleisch lernt so zu sein, wie du im Geist schon bist. Und das ist dann auch das Wandeln damit gemeint. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen weiterhelfen mit dem, dass wirklich das Wandeln im Geist nicht genau das gleiche ist, wie im Geist zu sein. Ja, und vergiss nicht, du bist wertvoll in Gottes Augen. Den allerbesten Tag dir.